sind wir wieder bei StarCraft 2. Natürlich, und wir haben jetzt nämlich ein FFA mit 4 Teams. Zum Beispiel Neodym mit Johnny, Reiter mit Gifty, Danger Mike, hier sieht man es schön, mit Danger Mike, mit Jet Li und Adai mit Lutrax. Yeah. So, dann schauen wir mal, was so abgeht zwischen den gesamten 4 Fraktionen. Also, die spielen Terran, Neodym und Johnny. Zerg spielt der Reiter und Gifty und Protoss, Danger Mike, Jet Li. Und Terraner, Lutrax und Adai. So. Und hier unten links haben wir Neodym und Johnny in einem schönen zackigen Blau. Mann, das war ja scheiße. Und links oben haben wir Adai und Lutrax. Kacknubwurst. Und hier nach rechts oben in einer rosa hübschen Gay-Farbe Darreiter und Gifty. Ja, Gifty, Mad Bro. Und rechts unten in einem zackigen Orange haben wir Danger Mike und Jet Li. Ja, also, das wird ja was. So, hier gibt es gleich einen frühen Pool. Ohne Gas. Ne, Gas war Gas first. Aber ohne Echse. Ja, Lutrax und Adai sitzen erstmal gleich in noch ein CC. Okay. Command Center. Dagegen spielt Neodym und Johnny doch ein bisschen saber mit Double Barracks. Mamma mia. Triple Barracks. Die wollen wohl schnell pushen. Das könnte sein, dass es einen Reaper Rush gibt. Sieht fast danach aus. So, hier drüben haben wir auch eine Fast-Exe von Danger Mike. Und die. Der Neodym und Johnny tun direkt auf Mike abzielen. Rechts oben holt sich jetzt auch Darreiter und Gifty eine neue Exe. Wird auch langsam Zeit, ein bisschen spät. Und der einzige ohne Exe ist bisher. Adai und Lutrax. Nee, stimmt, die haben ja die Innenbase gemacht. Und da sind nämlich der erste. Reaper. Mann, jetzt muss ich langsam überlegen. Es wird langsam spät. Ja. Und sie haben den Mothership aber gleich draußen. Sieht also recht gut aus. Und sie werden nämlich schon geärgert. Aber der Supply Block wurde leider nicht verhindert. Wäre zu schön gewesen. Adept und verhindern das Harassen mit dem. Und hier stehen noch zwei. Und sie flitzen auch los. Die Frage ist. Wo wollen sie hin? Sie wollen nach oben. Zur Adai. Und mal Hallo sagen. Er hätte den Mund halten sollen. Mit seinen Lingen. Jetzt hat er auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht. Da sind drei Linge. Zwei Linge. Wo ist der dritte? Ach, der ist auch schon nicht mehr da. Naja, drei Reaper. Die ziehen sich jetzt aber wieder zurück. GG. Und in der anderen Seite machen. Es kommt schleppend in Fahrt. Roach Warren. Gleich into Lärm. Obwohl die zweite noch nicht mal richtig saturiert ist. Danger Mike haut gleich mal ein Oracle raus. Warp Gate ist gleich durch. Noch ein neues Warp Gate dazu. Hat er zwei insgesamt. Noch ein bisschen wenig. Währenddessen tut jetzt auch Johnny und Neodym eine CC bauen. Weil sie sind ganz schön übersaturiert. Und hier hinten. Das war's schon für Johnny. Für Adai. Weil hier sind gleich mal Assholes. Das sind so viele Reaper. Die können so viele Granaten da reinwerfen. Das ist. Voll Explosion.
Wie viel sind man hier? 4, 8, 9 Reaper. Die haben sogar den. Hier. Die One-Shotten sogar mit einer Welle alles. Reifte Hilfe, reifte Hilfe. Ja. Reiter? Waren die nicht. Hat er einen Lutrax? Aber in der linken Seite gab es jetzt von Danger Mike einen Angriff mit Oracles und Adept. Aber die verziehen sich jedes Mal wieder. Und hier hat es ganz schön gelitten. Jetzt genau. Ein Backbarer. Schön gesniped. Fast seine gesamte Eco hat Neodym und Johnny verloren. Bisher die einzigen. Jetzt geht's los. Elf. Das wird nicht. Abbrechen bricht ab. Was? Okay, sie lassen es. Und Overcharge gezündet. Dazu nochmal drei Stalker. Was aber bei. Und da kommen sie jetzt. Die Phoenixe von. Die wollen weiterreiten. Die reiten jetzt rüber zu Gifty und da Reiter. Weil hier drüben ist nicht mehr viel. Er hat noch ein SUV und zwei Mules. Ich hätte mal die Production anmachen können hier. Wupp. Ja, am besten steht jetzt momentan Mike da. Da Reiter und Gifty werden jetzt momentan auch gerade hart penetriert. Aber da stehen schon Roaches. Die doch ein bisschen mehr aushalten. Außerdem sind sie auch noch Heavy Armor. Und jetzt kommt doch von Adai eine Banshee. Und die Banshee wird nicht gefunden. Knapp vorbei ist auch daneben. Jetzt erwundert sich natürlich Mike, wo ist die Banshee denn? Ein verarscht voll. Was haben wir hier? Die Reaper machen jetzt gerade wieder bei Adai Stress. Aber wo alles fliegt, was soll da passieren? Reaper können nicht in die Luft schießen. So, jetzt fliegen sie weg. Jetzt will er hier in der Mitte parken. Ob das was wird. So, jetzt habe ich erstmal einen Schluck getrunken, ganz schön reden. Es macht nämlich den Hals trocken. Ja, Reiter und Gifty. Nein, das schreibe ich jetzt nicht. Ja, Gifty und der Reiter haben sich jetzt hier ganz gemütlich hochgemakrot auf drei Bases mit Hydra Den. Jetzt kommt hier noch Hydra Range Upgrade. Dazu noch Missile Attack und Panzerung. Bei den Roaches sieht's ganz. Jetzt haben zwei dieselbe Idee gehabt. Damit killt Johnny. Genau. Flieg weiter. Und da kommen die Reaper schon wieder angekommen. Und starten mit alles. Ja, Adai kommt nichts vom Fleck. Mike ist dagegen total übersaturiert, weil hier ist optimal. Hier sind ein paar zu viele, weil hier schon die einzigen Mineral Patches weg sind. So, und zwei Forges mit dem 2-2, so wie es aussieht, von Danger Mike und Jet Li. Das wird wohl die das Rennen machen. Haben jetzt auch schon die vierte Base genommen. Adai versucht immer noch einen Platz zu finden, wo er hingehört, aber naja.
Adai hat einen Helion rausbekommen. Wo sind die Reaper hier unten? Ja, Masse machen die halt auch schon gut Schaden. Die Reaper. Aber gegen die hier, der Reiter und Gifty kommen sie definitiv nicht an. Sollten sie auch lieber nicht probieren. Jetzt haben wir hier die ersten Phoenixe. Aber die Hütte brennt schon ganz schön Base. Nämlich bei Johnny wurde nämlich auch gut aufgeräumt. Oh, und da hat sie CC zerlegt. Das heißt, das hier sind die letzten beiden. Aber für Adai, naja, der kann es aussitzen. Ganz ehrlich, der kann es aussitzen. Ich würde mich vielleicht hier nochmal versuchen hinzusetzen. Da Reiter und versucht jetzt gegen Danger Mike. Mit seinen 1-1er-Upgrades gegen einen 2-2er. Das könnte schmerzhaft werden. Aber da sind Disruptor dabei und man weiß ganz genau, wie sie reinklatschen. Und das sind einige. Fünfe. Da lässt sich schon eine ganze. Sechse. Lässt sich schon eine ganze Armee wegplatzen damit. Ja, hier ist alles schön saturiert. Jetzt mischt sich aber auch noch Danger Mike ein mit den Phoenixen. Da waren nämlich zwei Neodymen. Ja. Rot hat nicht mehr allzu viel. Blau ist eigentlich komplett pleite. Der hat noch eine Mule und ein Medivac. Und da geht wieder eine Kaserne von Adai kaputt. Lutrax und Adai chillen mit seinen ihren vier Mules und einer und Raumhaufen. Und derweil geht die Action hier unten weiter. Wir haben Fangel. Oh, das hat wehgetan, Disruptor. Gegen Uli ist aber nicht ganz so toll. Aber haben die keinen Fangel? Nein, sie haben keinen. Sie haben nicht genug Energie. Die Base müssen sie wohl aufgeben. Das sind Zerklinge. Naja, gut, die würden so oder so nur Futter sein. Ja, und es geht weiter in Feste Terrence. Gifty und der Reiter versuchen sich um so gut wie möglich aufzustellen. Das war ein schönes Ding. Aber voll daneben ist auch vorbei. Und das waren zwei Hydras. Naja, aber die guten alten Infested Terrence. Oh, das waren die Infested Terrence. Nee, Infestor. Die hat es gerade einmal zerlegt. Und Ultras alleine schaffen es halt doch nicht. Oh, ja genau. Danger Mike, stell dich in deinen eigenen Disruptor dafür.
leider nur eins, damit heizen sie zwar mehr aus, aber sie, ja, können halt nichts großartig reißen. Jetzt sollen, was ist denn hier los? Ja, sie versuchen immer wieder noch Schaden zu machen und ja, Neodym, der hier noch ist, versucht sich mit Turrets gegen die Phoenixe zu wehren, aber sie sind eigentlich voll Schachmatt. Währenddessen macht der Angel Mike hier drüben alles kaputt von Gifty und da Reitern. Die Drones versuchen noch zu fliehen oder ein. Ach, hier Kamikaze. Warum eure Basis. Los, du Trax. Ja, und hier sind nämlich noch wirklich nochmal. Oh, hier Dance von Danger Mike. Was für ein spannendes Spiel. Naja, oh, da Reiter und Gift, die tun sich gleich nebenan aufstellen mit einer gleich mit einer Spock, mit einer Spuckmuschi. Er hatte noch 5 Drones retten können. Wow. Ja, und Danger Mike hat jetzt hier alles bis hier Ultra des Kevin zerstört. Da ist noch ein. Ja, hier sind noch 4 DTs. Und Adai hat noch die gute immer noch die Factory und die Kaserne. Jetzt spielen sie hier Kuschelkurs. Johnny hat noch wenigstens. Sogar 4 Marines. Und DTs, 6 Stück. Da ist es so gut wie tot. Ja. 3-3er, 3-1-3er, DTs. Ja, dagegen kannst du nichts machen. Oh, sie brennt. Brennt. Alter, die hacken einen CC schneller weg, als du gucken kannst. Hier hacken die Stalker auf Gifty ein bei Overlord. Ah, Adai versucht jetzt sich hinten einzusetzen und denkt dann, ach, die werden das schon nicht bemerken. Aber leider war da eine Cannon. Und hier ist auch eine Cannon. Das heißt, er könnte sich maximal hier hinstellen. Aber das würde nicht springen. Adai fliegt immer noch so ganz gemächlich rum und chillt. Währenddessen werden hier, ja, da treffen sie sich gleich. Du Verräter. Neodym hat den Aufenthaltsort von Adais Factory gezeigt. Aber Adai hat noch Gebäude, nämlich 3 Depots und 2 Gas. Ja, ist so der Lächeln. Das war das letzte von Neo und. Und diese, ja genau, verarscht die Richtung. Die haben Langeweile. Ja, und wird jetzt jemand aufgedeckt und damit heißt das. Ja, die haben alle Langeweile hier. Jetzt tut sich schon Danger Mike hier drüben aufbauen. Ja, dieses Hoch und Runter geht ihn auf den Sack, deswegen hat er mal die Depots zerstört. Kiwal. Und gleich ist das letzte Gebäude von Johnny und Neodym. Und damit war das. Haben das Spiel verlassen, weil sie alles verloren. Für Lutrax und Adai sieht es auch nicht so gesund aus. Hier fliegt noch ein. Die Kaserne und hier oben ist die Factory. Die Factory wird schon angegangen. Aber jetzt haben sie auch aufgegeben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet wieder ein. Ciao, ciao.